AWW steht für A Web Whiteboard, ist ein sehr einfaches Gratis-Tool. Zumindest ist es gratis, wenn du nur die Basisfunktionen brauchst und dafür braucht es nicht einmal einen Account. Mit Start Drawing kannst du gleich loslegen. Selbstverständlich kannst du die Stiftdicke, aber auch den Stifttyp, also Leuchtstift oder geometrische Linien, nachträglich noch ändern. Du kannst die Schriftfarbe ändern. Und wenn dir etwas misslungen ist, kannst du mit Undo den letzten Schritt rückgängig machen, beziehungsweise natürlich beliebig viele. Mit dem Radiergummi kannst du ganz gezielt wieder löschen. Dahinter verbirgt sich aber auch die Schere, mit der du ganze Bereiche entfernen kannst oder das Eimer-Symbol, um die ganze Oberfläche zu entfernen. Es gibt auch geometrische Formen, Rechtecke nur mit Umrissen oder zum Beispiel auch Kreise, die gefüllt sind. In diesem Fall mit einer speziellen Farbe. Alle Objekte auf deinem Whiteboard kannst du mit dem Pfeilsymbol nachträglich verschieben, kopieren, aber auch löschen. Wenn du das über mehrere Elemente überfährst, so kannst du alle auf einmal verschieben. Daneben siehst du, hat es auch noch ein Textwerkzeug, ein Post-it-Werkzeug, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Da drüben kannst du noch zoomen, Format ausfüllend anzeigen und mit dem Handsymbol die Bildoberfläche verschieben. Wenn du zufrieden bist mit deinem Ergebnis, kannst du das auch exportieren als PDF. Leider nicht. Da müsstest du einen kostenpflichtigen Account haben, aber wenigstens als Bild, das du dann weiterverwenden kannst, zum Beispiel in einer Präsentation. Nun, die interessante Funktion ist natürlich das Zusammenarbeiten mit Collaborate. Wird automatisch schon ein Link erzeugt, den kannst du deiner Kollegin oder deinem Kollegen weitergeben, zum Beispiel per Mail oder indem sie den einfach abschreiben. Deutlich einfacher mit dem Tablet ist natürlich ein QR-Code. Dein Kollege kann darauf zugreifen und sogleich mitarbeiten. Er gibt dann einen Namen ein. Und du siehst, da hat sich schon jemand kreativ betätigt. Du siehst auch hier unten rechts ist ein Chat. Wo ihr euch über das Geschehen auf dem Whiteboard austauschen könnt. Zu guter Letzt noch ein Blick auf diese allgemeinen Einstellungen. Hier kannst du dein Board speichern, kopieren, auch löschen oder umbenennen. Und am besten merkst du dir auch diese Adresse, um vielleicht bei einem nächsten Mal noch daran weiterarbeiten zu können. Ja, du siehst, ein einfaches und doch sehr funktionsreiches und mächtiges Werkzeug, um mit anderen gemeinsam zum Beispiel Ideen zu sammeln.